So Leute, Stimmung, hier ein kleiner Tipp, woran ihr sehen könnt, ob das Feuerholz richtig gut getrocknet ist. Ihr nehmt einfach ein bisschen Spüli, tragt das auf euren Stamm, ja, schön einschmotzen, so, um zu sehen, ob die Tracheen eben gut getrocknet sind, also da kein Wasser mehr führen natürlich, und dann ordentlich pusten. Ihr seht, das Holz ist trocken, die Tracheen, also die wasserführenden Leitungen, sind ausgetrocknet und somit ist es perfekt zum Verfeuern. Jetzt muss natürlich der Schmodder noch runter. So.